Nur Oh Junge! Fridolin, unser aller Vater, wir danken dir, dass wir heute auf dieser Welt leben dürfen. Wir danken dir, dass du uns ernährst und beschützt vor den Ausgeburten der Hölle. Nimm dich unserer an und vergib uns unsere Sünden. Du, Sohn der Hilde und des Bernhard, wir lieben dich und wollen dich jetzt küssen. Und damit... Peace, Leute! Mein Name ist Blue und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Sky Life mit dem Folge Chris. Hallo! Hallo, ich hab Papierchen! Okay, Leute, wir haben diesmal den großen Fehler, den Blue in seiner letzten Folge gemacht hat. Und zwar, Fridolin nicht angebetet, haben wir es diesmal weggemacht. Haben diesmal ein schönes... Gebet hier geschrieben. Hab ich geschrieben. Bluan hat's nicht geschrieben. What the fuck? Wir haben gerade vorher Weizen geholt, ne? Und da war überhaupt nichts angewachsen und jetzt ist hier alles voll. Hey, so, ich sag jetzt mal lieber nicht, dass ich jetzt die ganzen 20 Minuten, die ich jetzt hier einfach hier AFK auf dem Server rumgestanden bin und deswegen der Chunk geloadet war, das sag ich jetzt mal lieber nicht. So. Ach so. Ihr müsst wissen, wir wollten eigentlich gerade schon aufnehmen und dann... Meinte der Blue so, yo, ich muss jetzt essen gehen. Und dann jetzt 20 Minuten später. Ich habe mir was vorgenommen und zwar wollte ich hier ein bisschen was ausbauen. Hier ein bisschen schöner machen, alles und so. Weil es sieht alles noch ein bisschen rustikal aus im Moment. Ja, da wollte ich sowieso noch was machen. Und zwar damals, wo hier schon das meiste fertig war, ne, da war hier dann ein Weg, ne? Und gedacht, sag mal, wer baut denn so eng bitte? Ach so, okay. Und dann wollte ich erstmal hier breiter bauen und wollte hier eigentlich hin zu einem Weg machen. Auf einmal stand hier irgendwie so ein Ja, das hat der Zalus hier hingebaut. Das sollte eigentlich ein Kuhstall werden, aber irgendwie, naja. Auf jeden Fall, was halt hier das Blöde ist, das ist ja alles ein bisschen asymmetrisch. Guck, diese Absperrung, die müsste eigentlich hier so in der Linie sein, weil sonst ist das hier alles ein bisschen eng und dann könnte man hier so abschließend mit dem Gebäude machen, könnte hier so ein Gebäude draus machen. Weißt du, was ich meine? Also, deswegen, was ich mit dem Randy das letzte Mal gesprochen habe, ist, dass er, ja, übrigens jetzt hier auch neu dabei ist, ne? Und, dass wir uns gedacht haben, dass wir vielleicht so ein Lagerhäuschen hier hinbauen, damit wir da nicht schlecht, mal so ein bisschen sortieren können. Wie ja, deswegen würde ich mal sagen, ich versetze jetzt, glaube ich, mal diese Wand eins weiter nach rechts, also hier hin. Dann können wir es nämlich so schön hier machen, so. Das können wir machen, ja. Und wir sind übrigens beide hier ziemlich im Arsch immer noch von der Stimme her. Also, ich weiß nicht, ich bin auch immer noch nicht ganz gesund. Oh Gott, Alter. Schau mal, was das ist für eine Todesfalle. Hier ist einfach mal fehlt einfach mal ein Block. Alter Junge, was geht ab? Okay. Aber gut, ich habe hier jetzt auch nicht irgendwie vorsichtig gebaut. Ich habe hier einfach alles hingekleistert und fertig ist. Wir haben beide ziemlich starken Husten. Was daran liegt, dass wir YouTuber sind, die nie auf die Gesundheit achten. Ja, das ist voll schlimm, ne? Weil ich habe das schon seit einer Woche oder so. Und dann denke ich mir halt immer, boah, jetzt muss ich doch was aufnehmen und dann irgendwie mit den Leuten einen TS rocken und so. Und das macht es dann alles irgendwie noch schlimmer. Das ist immer, also es macht es nicht schlimmer, aber es vergeht halt viel langsamer. Das also, dann und das ist es ist halt so, wenn man mal krank ist, dann sollte man natürlich auch sich mehr erholen, anstatt irgendwie am PC zu hocken oder so. Aber meistens ist es dann so, dass man sich überhaupt nicht erholt und dann irgendwie zumindest nicht durchgehend labern. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man, das ist es. Aber das kann man halt dann nicht so einhalten und dann denkt man so, oh nee, jetzt die Leute brauchen noch dich. Du musst doch ihnen jetzt hier Content liefern und dann... Ja, genau. Eigentlich bräuchten wir jetzt hier noch ein drittes Batch. Das wäre dann so, dann könnten wir auch Dreier hier machen, ne? Aber dann wäre es halt auch symmetrisch. Oh, ja. Oh Gott, Leute, haben wir noch zwei Wolle? Drei Wolle? Dann könnte ich das nämlich machen. Das wäre gar nicht schlecht. Aber wir haben 1,5 Stacks Diamanten. Da habe ich schon erwähnt, dass 1,5 Stacks Diamanten wir jetzt haben, Blue. Und wir haben jetzt 1,5 Stacks Diamanten. 1,5 Stacks Diamanten? What the fuck? Echt jetzt? Ja, hier. Oha! Hier und da unten sind nochmal 30. Alter, erstmal hier. Blun. Oh Junge! Oh Scheiße. Fuck, hol die Diamanten! Ich leg sie hier hin. Oh mein Gott.
Notfallalarm, Notfallalarm, Notfallalarm. Aber jetzt nicht abstürzen. Oh nein, ich stürze ab. Oh, Alter. Das war Alter, war das knapp. Alter. Ja, da ist irgendwas. Da ist Holz. Das ist einfach so ein Holzdinger. Läuft. Ist hier noch was? Oh Gott, hier liegen Diamanten. Alter Schwede. Hä? Beure Alter Christ. Junge, hör auf. Hä? Beurekütz Ernst Achievement Diamonds to you. Throw Diamonds to another nicht. Player. Alter. Ja, läuft. Okay, zum Glück ist hier eine Baumfarm. Ich hab mal ein Achievement gekriegt. Ja, geil. Ja, die ist auch dezent wenig bepflanzt, ne, die Baumfarm. Die ist ziemlich. Ja, auf jeden Fall. Da kommt man doch ganz gut durch, ja, das ist kein Problem. Also, okay. Ja, super. Kleine Frage, und zwar, wie viele Diamanten hast du jetzt runtergeschmissen? Hab ich nicht mitgezählt, keine Ahnung. Dreierbett. Dreierbett. Von Olvi, Wolre und von wem noch? Und Gast. Soll ich mal einfach hinschreiben und Randy und der denkt sich danach, what the fuck, ich habe eine Idee. Irgendwie sieht das Idee? Mir alles ein bisschen zu brutal aus. Jetzt ist das die Idee, so diese Folge hier jetzt zu beenden? Nee, wir haben noch ein paar Minuten, weil ich habe ein bisschen früher angefangen und ich bin jetzt bei 14 Minuten. Die Idee ist, noch ach stimmt, ich bin bei 14:30, gut. So, ich platziere hier mal. Oha, so, guck mal, jetzt, das ist oha, voll, oha. Das ist voll krass. Oha. Ich habe keine Ahnung, ob das gut aussieht oder nicht. Oh. Aber ja, Alter. Das wollte ich nicht. Nein, wolltest du nicht. Nee, sehe ich nicht ein. Nee. Nee. Ich finde das immer so eng hier, wenn man hier rumläuft. Ja, richtig, aber Engpass. Wenn man das hier nicht hat, dann ist es, ich weiß nicht, ist alles so. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ey. Ja, okay, ja. Da müssen wir nochmal schauen. Vielleicht lassen wir auch die einfach ganz weg hier. Wie wäre das, wenn wir die einfach ganz weglassen und einfach gleich Cobblestone? Ja, warte. Ah, ja, so. Was? Moment. Mach hier was. Blun, ich überlasse es dir mal, dann kannst du dich hier mal drum kümmern. Ich glaube, du schaffst das schon. So, zack. Okay. Ich mach hier Regenrennen rein, deswegen. Ach so, okay. Ja, cool. Wenn man das mal so nennen darf. Auf alle Bratmaxe, das ist ein tolles Produkt. den Rest hier kümmern wir uns dann vielleicht nächstes Mal oder so. Aber ich glaube, sie wird hier schon ganz cool irgendwie, alles wird besser. Ja, ja, ist ganz. Ist auf dem Weg ordentlich. Zur Besserung. Ja. Ich würde mal sagen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und so. Vielen Dank für die Blumen. Ja. Ja, bis dann. Bleibt schleimig. Betet an Fridolin und tschüss. Tschüss.